Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. So, damit geht die Schnäppchenjagd auch schon wieder in die nächste Runde. Recht herzlich willkommen also zur 5 Euro Überraschungsshow. Wie es der Name schon vermuten lässt, werden wir jeden einzelnen Artikel in den kommenden Minuten auf gerade mal 5 Euro herunter reduzieren. Ganz gleich, was diese Artikel vorher noch gekostet haben. Und Sie können auch gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Jetzt würden wir Ihnen gerne einen kleinen Vorausblick gönnen, können wir aber nicht, weil wir drei genauso überrascht werden wie Sie auch. Aber eine Dame weiß ganz genau, was da jetzt kommt, und das ist unsere Diana. Und die holen wir jetzt mal mit unserem Buzzer dazu. Sie bestellen bei uns gebührenfrei, hallo? Unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Und beginnen wir mit einem kleinen Döschen, was wenig kleppert, oder? Aber es ist sehr schwer für die kleine Größe. Schwer? Dann tippe ich auf Taschenmesser. Ich habe noch nicht geguckt. Ja, tatsächlich. Ja? Ein Taschenmesser. Warte, so. Ich glaub's was auch. Für eins? Ein 11-in-1 Multifunktionstaschenmesser. Oh, das ist aber ein schickes Teil. Mhm. Aus Edelstahl. Aus Edelstahl. Schau wow. Hier. Für 5 Euro, wow. Ganz was Schickes. Mit gummiertem Griff, also mit so kleinen gummierten Elementen dran, dass es auch gut in der Hand liegt. Aber interessant natürlich das, was dieses Multifunktionstaschenmesser zu bieten hat. Unter anderem einen Flaschenöffner, einen Korkenzieher, einen Dosenöffner. Flachschlitz- und Kreuzschlitzschraubenzieher. Das schnell gesprochen ist ein Zungenbrecher, eine Segelnadel. Ideal, wenn das Zelt mal undicht ist. Ah, zum Nähen oder so, ne? Ja, ja, genau. Eine Nagelfeile und ein Schlüsselring, dass man das Ganze auch ganz einfach mal an den Schlüsselbund dranpacken kann. Waren das 11? Schere und Säge habe ich noch gar nicht angesprochen. Und natürlich ein Messer. Klar, ja, logisch. Natürlich ein Messer. Ist beim Taschenmesser ja eigentlich Grundvoraussetzung. Ja, aber schau mal hier, wie schick das aussieht. Ja, vor allem sowas kann man immer mal in der Tasche haben, Taschenmesser, und hat dann so die, ja, die nötigsten Werkzeuge einfach dabei, wenn man mal was schneiden muss, mal mit den Enkeln oder Kindern unterwegs ist, mal ein Äpfelchen aufschneiden zum Beispiel. Ne? Ja. Wir waren letztes Wochenende spazieren, es sind wirklich tatsächlich so viele Sachen, die man sich schon angucken kann. Wir haben uns da so Sträucher abgeschnitten, ganz, ganz einfach dann in die Vase gestellt, sieht super aus. Sehr schön. Aber da braucht man halt ein Messer, was man dabei hat. Ja, genau. Und noch so viel mehr hier mit den ganzen Schraubenziehern. Schraubenzieher kann man auch immer brauchen. Und allein natürlich hier die Schere finde ich auch cool. Schere auch sehr, sehr süß. Die ist echt süß. Süß gemacht, ne? Was da alles reinpasst. Flaschenöffner auch sehr, sehr wichtig, ne? Bitte? Flaschenöffner und diesen Korkenzieher. Ja, 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 gerade im Außenbereich. Korkenzieher sehr, sehr wichtig. Weil ohne Korkenzieher eine Flasche zu öffnen, das ist schwierig. Zack. Also möglich, aber dann kann wirklich viel passieren. Habe ich schon probiert. Also wiederholen Sie bitte nicht. Möglich aber ist wirklich, es, aber Sie wollen es nicht. Ja, sehr, sehr süß, wirklich. Gefällt mir. Sehr elegant, klein, kompakt. Und ehrlich zu sein, so viele Funktionen für 5 Euro, das ist schon ein Highlight. Sie müssen auf jeden Fall schnell sein. Bis 5-mal dürfen Sie heute bestellen. Ich glaube, für sich selbst, wahrscheinlich auch für Ihre Partner, einen für Auto, einen immer zu mitnehmen. Ja, ja, ja. Ich finde das wirklich cool. Ich habe ein Taschenmesser im Handschuhfach liegen. Du kennst ja diese roten Taschenmesser mit dem weißen Kreuz drauf. Oh ja. Ich glaube, die gehen so bei 40 oder 50 Euro los. In der Standardvariante mit drei verschiedenen Werkzeugen. Mit drei Sachen. Ja, hier wenn haben du da 11 in 1 haben willst, da bist du locker im dreistelligen Bereich für die Dinger. Das hier ist aus Edelstahl und vereint wirklich alles das, was man sich von einem Taschenmesser so erwünscht. Da ist wirklich alles drin, alles dran, was man haben möchte. Und mal ein außergewöhnlich schönes Design. Ich glaube, über 5 Euro gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein extrem super Angebot. Bestellnummer ist die NX7503 und die 569. Wie ich das eingangs schon sagte, Sie können hier gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Finde ich immer mal ein schönes Mitbringsel oder sowas, mal ein schönes Geschenk. Oder wie gesagt, mal ein oder zwei Stück, mal eins in der Tasche für unterwegs, mal eins im Auto oder was. Kannst du immer mal gebrauchen. 5 Euro. Sie haben übrigens genau 2 Stunden Zeit für diese Preise, um die sich zu sichern. 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist. Das heißt, wenn Ihnen etwas gefällt, am besten immer sofort anrufen. Ja, klar. Oh, wie schön. So, oh. Das ist so herrlich. Ein Vogelhäuschen. Das ist ein Bausatz, ne? Das ist ein Nistkasten-Bausatz. Ein Nistkasten. Ah, guck mal, hier ist schon einer zusammengebaut. Schau mal hier. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Oh, ich glaube, da fühlen sich Meisen bestimmt sehr wohl drin, ne? Bei uns hier in unserer Garage. Echt? Wir haben schon ein paar gesehen. Ja? Oh. Mit dir oder mit wem war ich? Ich glaube, mit dir. Das musst du verwechseln. Ich habe mit dir noch geredet und du hast die ganze Zeit hochgeguckt. Das war ach so, die Amseln. Ja. Ja, ja, stimmt, das war ich. Wir können hier auch das
Bauen Sie sich dieses Vogelhäuschen. Es geht wirklich ruckzuck. Alle Materialien sind da mit drin. Sie kriegen sogar noch Farben mit dazu, mit denen man das dann noch individualisieren kann. Eine ganz, ganz tolle Sache. Einfach mal mit den Kindern oder Enkeln hinsetzen, draußen aufhängen und dann schauen Sie mal, wer da alles einzieht jetzt im Sommer. Die Vögel kommen langsam oder sind schon alle da. Die suchen jetzt gerade alle Nistplätze. Und das ist natürlich ein vorgebautes Haus für die, wo die gar nicht viel mehr machen müssen. Und das ist so putzig, wenn man die Vogelmama und den Vogelpapa da immer rein und rausfliegen sieht und für den hungrigen Nachwuchs das Futter reinbringt. Übrigens, die Farben, die Sie da gerade gesehen haben, die sind meines Erachtens im Lieferumfang enthalten. Ich habe also so eine kleine, eine kleine Auswahl an verschiedenen Farben dabei und auch einen Pinsel. Stück. Und ich glaube, das Ganze muss noch nicht mal irgendwie genagelt oder geschraubt werden, oder? Was ist das? Nee, genagelt wird das alles. Das wird, bitte? Das wird einfach nur genagelt. Genagelt wird das. Ganz genau. Es ist wirklich, weil hier ist Kleber dabei. Ja, oder du kannst, du klebst es erst und dann machst du Nägel, dass es richtig fest hält. Okay, okay, aber das ist cool mit Enkelkind, na, oder oder Tochter oder Sohn einfach zusammen. Das, glaube ich, auch geht nicht so lang, wahrscheinlich so ein, zwei Stunden. Ihr macht etwas zusammen, gemeinsam. Ich finde das wirklich immer gut. Ich habe mit meinem Opa immer sowas immer gebastelt. Das hat so viel Spaß mir gemacht. Sie können das auch jetzt für 5 Euro, wirklich sehr süß. Auch kann das individuell sein mit verschiedenen Farben. Sie können auch bei uns in unserem Sortiment Kameras, diese Kamera, kannst du kleine Kamera dort auch bauen, kannst du das alles beobachten später. Oh ja, und eine schöne Idee. Das ist süß. Diese kleinen Minikameras. Ja, ja. Das ist am besten WLAN-fähige, dass du von drin, vom Handy aus mal gucken kannst, was da drin im Vogelhäuschen so passiert. Ja, so süß. Bleiben Sie dran. Wahrscheinlich finden Sie auch Ihre Kamera. Aber wirklich gute Idee. Ich finde das auch sehr bequem mit der Sitzstange, die da vorne noch dran ist, ne? Da kann man dann wirklich mal gucken, was da alles so passiert. Und Rebecca, das Haus, was du da in der Hand hältst, das habe ich, glaube ich, zusammengebaut. Ich habe das mal vorgestellt, ich glaube, letztens. Ich habe mich schon gewundert, warum die Nägelchen hier krumm drin sind. Wie bitte? Ich muss doch sehen, bitte. Ich bin Star-Architekt. Manche Leute zahlen da viel Geld für. Ja, stimmt, das ist schon ein sehr cooles Haus. Das ist schon ein Architektur-Highlight. Wir nennen ihn auch Tiny House Ingo. Tiny House Ingo, ja. Was da fehlt, ist übrigens die Sitzstange vorne. Die habe ich aber hier vorne noch gesehen. Gib mal. Hier, guck mal. Augenblick. Ist noch original verpackt. Ja, sehr gut. Also, Sie kriegen wirklich alles, das komplette Set zusammen mit Nägeln, mit Farbe, mit Kleber und natürlich allen Bauteilen inklusive dieser kleinen niedlichen Sitzstange. Jetzt ist es komplett. Jetzt ist komplett. So. Sehe ich da gerade ein Vögelchen? Ah, da kommt schon der erste. Nein. Aber ist das super süß? Ja. Und Sie bestimmen die Farbe des Hauses. Wie gesagt, Farben sind auch noch mit dabei. Ein schöner Bausatz. Also, hier ist nicht nur das Anschauen der Nistvögel ein Vergnügen, sondern schon der Zusammenbau an sich. Ich glaube, das ist kein Hexentag, also da brauchst du jetzt keinen Ingenieurstudium. Also ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht. Nun gut, ich habe es nicht angemalt, aber das ist wirklich ein Spaß. NX7502 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren Nistkastenbausatz. Die ganzen Farben, die Pinsel, Kleber, Nägel, alles mit dabei. Ruckzuck zusammengebaut, ein Riesenspaß. Ich würde es mehrfach bestellen, dann würde ich nämlich eins so lassen, wie es ist. Ich finde es nämlich auch ganz schön. Und Holz, ich mich austoben, Und wir machen auch schon weiter. Gib den Vögeln ein Zuhause. Ja. So, schauen wir mal, was wir jetzt haben. Ui. So, was ist das? Was ist das? Das hat irgendwas mit Bewegungsmelder. Lichtbeleuchtung, das ist ja ein Ding. Ist Nachtlicht, sehr oder? Sehr süß, ja genau. Ein LED-Nachtlicht, sogar mit Bewegungs- und Dämmerungssensor. Und dafür, dass das Licht so klein ist vom Format her, ist es aber sehr, sehr hell, muss ich sagen. Das sind 50 Lumen. Ach, und du hast zwei Leuchtmodi, das ist natürlich auch super praktisch. Der eine Modus ist mit dem Bewegungssensor, wie wir es jetzt hier angedeutet sehen, im unteren Bereich. Sobald sich da Füße vorweg bewegen, zack, geht das Licht an und Sie haben keine Stolperfallen mehr im düsteren Dunkel. Aber Sie können es auch auf Dauerlicht einstellen. Das ist natürlich genauso möglich. Man hat ja unglaublich viele Stellen im Haus oder rund ums Haus, auch vielleicht mal in der Garage oder im Gartenhäuschen oder sowas, wo es ganz einfach zu duster ist, wo man vielleicht irgendwo eine kleine Beleuchtung an der Decke hat, wenn überhaupt. Und wenn man da mal irgendwas machen möchte, da muss man sich wirklich was einfallen lassen. Jetzt können Sie gerade an so einer Stelle mal so eine Lampe platzieren. Da ist also eine Halterung mit dabei, so eine Art Rahmen, wo die Lampe reinkommt. Jetzt musst du mir doch sagen, ob die Batterie oder Akku betrieben ist. Batterie betrieben. Ich habe schon gesehen, drei Triple-A-Batterien. Super, macht's einfach. Aber die halten ja ewig bei diesen LED-Lampen hier. Ich finde das eben auch praktisch, keine Kabel. Ich finde es vielleicht auch mal ganz cool in so einem Kleiderschrank.
Ich habe das mal im Hotel gehabt, da hast du die Tür aufgeschoben und dann wurde alles beleuchtet. Zack, Licht an. Zack, Licht Nobel, an. Nobel. Und das ist so, ja, aber das ist eine Sache, die du normalerweise im Möbelfachgeschäft sehr, für sehr teures Geld ja kaufen musst. Hier 5 Euro, Wahnsinn. Wenn ich im Hotel bin, haben wir noch nicht mal einen Kleiderschrank. Oh. Oh. Musst du beim Fernseher arbeiten. Bitte? Musst du beim Fernseher arbeiten. Muss ich beim Fernseher mal anfangen, meinst du? Ja, warum nicht? Super also ist auch, dass die Lampe super flexibel ist. Also du kannst sie festmontieren, zum Beispiel im Kleiderschrank, hast aber auch so eine Platte, wo du das Licht auch tatsächlich abnehmen kannst und dann mitnehmen kannst. Ah. Als Taschenlampe zum Beispiel. Oder zum Beispiel beim Tür, du kannst auch dann nehmen und gucken, wo es Schlüssel ist, der Schloss ist. Ne? Da guck also, mal hier, oder so also Sicherung. Kleine Taschenlampe. Lichtschalter, ja, super, ja. Das ist auch eine gute Idee, direkt am Stromkasten oder auf dem Weg zum Stromkasten, im Kellerabgang zum Beispiel, wenn mal ein Stromausfall ist oder die Sicherung rausgeflogen ist, dann können Sie so ganz einfach den FI-Schalter, ist das, ne? Ja. Wieder hochklappen. Oh. Ja. Den Schutzschalter. Wer ist das? FI-Schutzschalter, glaube ich, einfach nur. Ja, aber was heißt denn FI? Ja. Okay. Die Bestellnummer ist viel wichtiger. Die ZX 8444 und die 569 ist das. Weiter geht's. Nee. Zack. So, oha, jetzt wird's mal richtig spannend. Ist schon soweit. Ja, so, wow. Ein Preisalarm, den wir jetzt für Sie haben. Also ein ganz besonderer Artikel in dieser Sendung. Bitte nur einmal pro Besteller zu ordern. Aber das hier wirklich etwas mit einem ganz besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und in der Regel. Also auch mal eine schöne Geschichte, die man gerade jetzt, oder vielleicht noch jetzt noch nicht unbedingt, aber in spätestens 3-4 Wochen, so habe ich doch mal hervorragend gebrauchen kann. Ein kleiner Ventilator für unterwegs. Ich sehe kein Kabel, deswegen muss ich da mal gucken. Der ist mit einem Akku ausgestattet. 3 Stunden Laufzeit. Dementsprechend können Sie den mal überall dorthin stellen, wo Sie mal eine steife Brise brauchen, um mal so ein bisschen frische Luft zu bekommen. Super ist der. Der ist vor allem sehr, sehr kräftig. Ich hatte den schon mal in der Sendung. Ich finde es auch cool, dass hier ein Rotor, also dieses Blatt, was da sich sehr schnell dreht, hier sehr gut geschützt durch dieses engmaschige Gitter, was hier noch ist. Gerade bei Kindern oder Haustieren ist, finde ich das immer wichtig. Aber mal einfach mit auf den Schreibtisch stellen oder weißt du wo noch? Und an den Grill. Wenn man grillt in der Hitze, dann ist dann, also wenn es draußen schon 30 Grad sind, ist am Grill noch mal 10, 15 Grad wärmer. Ja, ja. Hier kann man mal ganz einfach für frische Luft sorgen und sich hier den Wind um die Nase blasen lassen. So, schön ist, dass du ihn super einstellen kannst. Du hast diesen stabilen Metallfuß. Komplett aus Metall, ne? Auch stabil hält, genau, komplett aus Metall gemacht. Und natürlich hier auch einstellbar. Jetzt gucke ich mal gerade. Was gibt es für Modi? Ein und aus? Ja, ne? Ne, 3 Geschwindigkeitsstufen. Das war nur erste Stufe. Das war nur die erste und die war schon beeindruckend, oder? Aber jetzt natürlich, das ist immer noch ein bisschen frisch. Aber am Sonntag, ich glaube, unser Frühling kommt. Ich glaube, das wird schon ein bisschen am heiß. Am Sonntag ist Sommer, sagst du? 24, also schon Sommer. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und dann weiter wird noch wärmer und wärmer. Und das wird sehr, sehr heiß. Und deshalb, Sie brauchen auf jeden Fall diese kleine Ventilator. Mir gefällt auch für Büro auch, wenn Sie können nicht konzentrieren wahrscheinlich. Ja. Beim Computer können Sie das einfach so auf dem Arbeitstisch platzieren und einfach ein bisschen frische Luft genießen. Cool. Mir gefällt das sehr. Das ist eine Bekannte von mir. Ja, hat den auf dem Schreibtisch stehen. Ja. Genau, ja. Das war ziemlich cool, als ich gesehen habe, huch, dieser Ventilator, den kannte ich schon genau sehr, sehr lange. Aber ich wusste nicht, dass der von uns war. Ja, der ist genau von uns. Der ist halt super süß, weil der hat einfach auch Stil, dadurch, dass er so retromäßig aussieht. Aber es ist halt eben nicht dieser große Ventilator, sondern sehr, sehr klein und kompakt. Sehr schön mit dem Ständer, dass du den immer perfekt ausrichten kannst. Also das ist der perfekte Schreibtischventilator. Ja, vor allem unglaublich. Das ist jetzt kein Plastikbomber, sondern hier richtig aus Metall. Für 5 Euro. Unser Preisalarm, bitte nur einmal pro Besteller bestellen, aber das lohnt sich ja richtig hier. Kann ich mir vorstellen, dass der schneller als 2 Stunden weg ist. Das glaube ich auch, ja. Ist euch was aufgefallen? Also Dianas Ventilator läuft, auf welcher Stufe? Jetzt erste, zweite, dritte. Und hört man gar nichts. Man hört gar nichts davon. Ja, man hört überhaupt das nichts. Das ist auch wichtig. Normaler Ventilator, immer so ein großer Raumventilator. Muss man das Gefühl, hier rauscht irgendwie so ein Motorboot oder sowas durch Schlafzimmer. Nachttisch auch. Zum auch Beispiel sehr Nacht. Angenehm. Sehr kennt angenehm. Ihr das auch? Kann also ja, wenn man nicht schlafen kann. Sehr heiß sein im Schlafzimmer. Ja, wenn es heiß wird, ganz genau. ZX9004 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Und bei den Kollegen von Pearl.de ist das was für ein Preis? 11 Euro haben wir hier. Euro.
Mehr als die Hälfte runtergenommen. Unser Preisalarm bitte nur einmal pro Besteller bestellen, aber ein Mordsartikel wieder. Es lohnt sich wirklich, jeden Tag hier einzuschalten. Jeder Artikel kostet nur 5 Euro. Es ist unglaublich. Und hier was ganz Besonderes, dieser Metallventilator, der auch noch mit Akku funktioniert. Also das ist wirklich etwas, da werden Sie, wenn Sie jetzt nicht zugreifen, werden Sie in 2 Monaten ärgern. Das kann ich jetzt schon sagen. Laut Diana Sonntag schon. Sonntag, genau, am Sonntag schon. Jetzt im Moment ist es zu kalt, in 2 Monaten ist es mir zu heiß. Ja, ja, das ist ja immer. Oder? Ich glaube, wir brauchen keine 2 Monate warten. Jetzt kommt schon. Ich glaube auch, dass das Frühjahr jetzt zack, wie angeknipst kommt. Wir haben was für den Garten. Ja, oh, sehr gut. Etwas, was jeder brauchen kann. Kennst du die Werbung? Komm, ich schnapp dir eine Schere, wir gehen schnippeln. Nee. Ich glaube, das ist eine Werbung für diese Schokonüsse. M&M. Ja. Ja, kann sein. Ja. Wow. Habe ich doch den Markennamen gesagt, Mensch. So, eine Rosenschere oder eine Gartenschere. Gartenschere im Allgemeinen. Ich sage mal Rosenschere dazu. Aber bitte nicht nur für den Garten, auch wenn es gerade jetzt, finde ich, gerade so ins beginnende Frühjahr wichtig ist, wenn man vielleicht mal so die einen oder anderen toten Äste rausschneidet, damit die gesunden Äste sich entsprechend entfalten können. Habt ihr schon mal einen Strauß Blumen versucht zuzuschneiden, den ihr geschenkt bekommen habt? Ja, ich sitze einfach mit der Schere und Ich habe eine Schere schon kaputt gemacht. Ja, weil ich hatte solche so schöne Rosen gekriegt. Oh. Ah. Die sind wirklich waren so dick. Und mit normaler Küchenschere war wirklich kaputt. Also ich brauche auch sowas. Wahrscheinlich kriege ich noch mal Blumen, wer weiß. Meinst du? In meinem Leben, ja. Die sind übrigens aus Carbonstahl und das ist natürlich besonders langlebig, bleibt auch lange dann eben scharf hier. Für präzise, saubere und scharfe Schnitte an Pflanzen und das Ganze ist Hartchrom beschichtet nochmal dazu. So eine Gartenschere, eine vernünftige Gartenschere, legst du gerne mal 20 Euro im Baumarkt hin. Mit Sicherheit, ja. Ja, auch wenn man nur eine hat. Wir haben zum Beispiel nur eine Gartenschere. Oh. Und wenn wir beide im Garten sind, meine Frau und ich, dann immer, hast du die Schere? Nee, hast du sie? Ja, da hinten liegt sie. Hier kann jetzt jeder seine eigene Gartenschere haben. Ja, also jeder, der einen Garten hat, jeder, der so ein bisschen Gartenpflege betreiben möchte, der braucht verschiedenste Dinge und eine Gartenschere gehört für mich persönlich dazu. Aber sowas mal für 5 Euro mal in der Schreibtischschublade liegen zu haben, ist natürlich mal eine coole Angelegenheit. Wie gesagt, wenn der nächste Strauß Blumen kommt und sie müssen mal unten die Stiele mal so einen halben oder so einen Zentimeter oder sowas kürzen, damit sie wieder Wasser aufnehmen können, sind sie froh, wenn Sie das nicht mit einer stinknormalen Haushaltsschere machen müssen. Mhm. Das Schöne ist, die ist gesichert quasi. Sie haben ja also so einen Sicherungsstift. Das heißt, wenn der hier verankert ist, bleibt die Schere zu. Das heißt, also auch die Schneide bleibt entsprechend geschützt. Wenn Sie die entriegeln wollen, zack, ganz einfach aufmachen. Und die Feder sorgt natürlich für eine schöne Hebelwirkung. Also für 5 Euro mit Sicherheit ein toller Artikel. Also kann ich mir vorstellen, dass man sowas bestimmt für 15, 20 Euro im Baumarkt kaufen muss. Ja. Also hier für 5 ein Knaller. NX7795 und die 569 ist die Bestellnummer. Ich finde die auch sehr schick. Wir haben ja tolle Gartenwerkzeuge hier. Das ist eine super Gartenschere. Kann man immer brauchen und 5 Euro ist ein Hammerpreis. Ganz, ganz einfach. Ja. Würde ich mir am besten auch gleich mitbestellen. Fein. Rote Rosen. Bitteschön. Oh, ich darf auspacken. Dankeschön. Wer hat dir die Rosen eigentlich geschenkt? Ein Mann. Ich mach mal wie Rebecca. Ich versuche mal rauszukriegen, was es ist. Ja, erzähl mal. Eine Powerbank. Nee. Oh. Gar nicht. Gläser. Ein Glas. Aber genau. Was ist für Gläser? Es ist ein ganz besonders designtes Glas. Von der Materialbeschaffenheit schon mal sehr besonders. Es handelt sich hierbei nämlich um ein doppelwandiges Glas. Das bedeutet, kann sehr gut warm halten und kühl halten. Und jetzt sehen Sie gerade ganz gut dieses spezielle Design von der innenliegenden Glaswand. Das ist nämlich ein schöner, freundlich, nett reinguckender Totenkopf. Ja. Ich finde, der sieht freundlich aus. Charmant lächelt, oder? Er lächelt so schön. Er lächelt. Ich finde den nett. Das hast du sehr schön gesagt, Rebecca. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ein charmant lächelnder Totenkopf. Ist natürlich ein Riesen-Gag, aber hat auch eine Funktion. Der ist doppelwandig. Das heißt, heiße Getränke bleiben länger heiß und kalte Getränke bleiben länger kühl. Das Ganze ist aus Borosilikatglas. Das bedeutet, dass das sehr robust ist. Natürlich ist das spülmaschinenfest. Sieht sehr filigran aus, ist es aber wirklich nicht.
und beschlägt natürlich nie, das ist luftdicht eingepackt. Ach, dafür ist das Handtuch, ich habe mich ja schon gewundert. Ja, weiß ich nicht, ich gehe mal davon aus, oder? Um irgendwie den Kontrast zu zeigen. Ach so, also das war nur zum Schutz des Glases, oder was? Aber ich glaube, das wird auch cool Milch aussehen oder Kaffee, Latte Macchiato. Ja, gerade wenn man so eine Kaffeemaschine hat, Diana. Ja, ne? Zum Beispiel für Latte Macchiato oder Cappuccino, da siehst du Milch und Kaffee, die verschiedenen Schichten, natürlich, ja. Oder zum Beispiel auch schwarze Getränke, grüne Getränke für Kinder. Ich glaube, das wird auch Kinder mögen sowas alles, ne? Was ist alles, was macht normale Menschen Geld, ne? Angst? Dann für Kinder, dass sie mal lustig ist. Was hier auch empfohlen wird, ist ein blutig roter Johannisbeersaft. Das finde ich auch sehr gut. Blutig roter, ja. Yeah. Ihr wisst, dass ich Halloween-Partys gerne als Kind gefeiert habe. Was? Als Kind habe ich gerne Halloween-Partys gefeiert. Da wäre das sowas von gesetzt gewesen für mich und meine Gäste. Meine Gäste und mich. Das ist schon cool hier. Also es ist ein toller Gag-Artikel natürlich, aber auch so von der Funktion her super. Diana hat da übrigens gegengehaucht, deswegen ist das so milchig. Normal ist das klar und durchsichtig. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie filigran die aussehen und wie robust die sind. Das ist schon irre hier, oder? Ja. Sie haben gerade diese Doppelwandigkeit, hatten Sie auch noch den positiven Effekt, dass du dir bei heißen Getränken die Finger nicht verbrennst und kühle Getränke länger kühl bleiben, ja, weil es eben quasi eine Isolierschicht ist. Aber ganz klar muss man sagen, dass dieser Totenkopf-Effekt, dieser Skull-Effekt ganz einfach deutlich dann zum Tragen kommt, sobald Sie ja so ein Getränk drin haben. Das ist schon eine ganz, ganz witzige Angelegenheit. Und ich möchte wetten, wenn da Gäste kommen oder sowas und Sie sagen, pass mal auf, ich habe hier einen riesen Gag, stellst das hin, da wird jeder wahrscheinlich ins Grinsen kommen. Ja. Oder? Ja. Sein oder nicht sein, ne? Genau. Das ist hier die Frage. Der hat doch auch so einen Totenkopf in der Hand gehabt, oder? Der ja, stimmt, so. Stimmt. Hamlet. Ja. Hamlet, ja. Wir schauen mal bei Pearl.de vorbei. Der Preis liegt normalerweise bei 12 Euro für Sie, aber auch hier in der 5-Euro-Show selbstverständlich runter reduziert. Also das sind richtig gute Preise. Fünfmal dürfen Sie bestellen. War ja kein Preisalarm. Das heißt, da können Sie ein ordentliches Set zusammenstellen und das lohnt sich für den Preis. Mit der Bestellnummer NC2740 und der 569 haben Sie diese Gläser zack in Schnelle bei Ihnen zu Hause. Ja, aber sowas im Schrank stehen zu haben, ist doch eine coole, ja, eine coole Deko. Cool, ja. Ich habe eine Spardose im Totenkopfdesign. Was hast du? Eine Spardose im Totenkopfdesign. Mit so einer Sonnenbrille auf der Nase. Mit so einem Kopftuch. Und auch charmant, wo ich sie gekauft habe. Oh Gott. Hamburg Reeperbahn. Ach. Was ist dort? Was Carsten, ist dort? Meine Totenkopf-Spardose. So was kriegst du so in diesen Giftshops hier in Hamburg auf der Reeperbahn. Boah. Ist das ein Zeitschaltuhr? Hat alles geklappt, nicht passiert. Ich würde eher sagen, ein Energiekostenmesser. Ja, ein digitaler Energiekostenmesser sogar. Ja. Bestimmt den Status quo, das heißt, sagt Ihnen ganz klar, was Ihre elektrischen Geräte zu Hause an Strom verbrauchen und berechnet Ihnen natürlich auch die Kostensituation für den entsprechenden Verbrauch. Wenn man hier ganz einfach mal nach individuellen Stromtarifen jetzt eingeben kann, was kostet die Kilowattstunde Strom? 41 Cent. 41 Cent im Bundesdurchschnitt, ne? Ich unfassbar. Glaube auch, ja, sind die letzten Zahlen. Boah, unfassbar teuer. Das Schöne bei dem Gerät ist, wir haben ja viele Energiekostenmesser und unglaublich beliebte Artikel aktuell. Aber diesen hier kannst du von der Anzeige, von der Display-Anzeige her so drehen, dass du das auch mal erkennen kannst. Mitunter gerade die Steckdose für den Kühlschrank zum Beispiel ist bei mir hinten neben dem Kühlschrank, da komme ich kaum ran, da habe ich also keine Möglichkeit, jetzt mal eben zu gucken. Jetzt kannst du das Display so drehen, dass du es erkennen kannst. Was zeigt er mir denn alles an hier? Guck mal, wie alt ist das Video, das hier 22 steht? 22 Cent. 10. Da will ich auch wieder hin. Das ist wahrscheinlich vor 3 oder 4 Jahren, ne? Ja. Stecken Sie ganz einfach zwischen Ihrem Endverbraucher und die Steckdose. Und dann können Sie sehen, wie viel Watt das Gerät braucht. Sie können mit dem Strompreis sehen, was kostet mich dieses Gerät. Wenn Sie das mal einen Tag laufen lassen, wissen Sie ganz genau, jetzt mein Entertainment Center kostet mich 1 Euro am Tag. Dann lohnt es sich vielleicht, die Steckdose mal rauszuziehen. Hier wird keine Musik mehr gehört. Hier wird keine Musik mehr gehört. Hier wird keine Musik mehr gehört. Du hast sowas auch mit Waschmaschinen. Ich habe es von hier tatsächlich mal mit einer Waschmaschine gemacht. Das war interessant, weil ich wusste nicht, was kostet das überhaupt. Wisst ihr, was eine Waschmaschine kostet? 60 Cent, ne? Zwischen 40 und 60 Cent pro Waschgang, je nach Temperatur. Boah. Das ist also wirklich interessant gewesen. Ja. Und wir haben schon eine Energiespar-Waschmaschine. Ja. Also unglaublich hilfreich, dass man hier eben mal die großen Stromverbraucher identifizieren kann und dann eben aktiv werden.
Es ist ja auch häufig so, dass man vielleicht noch elektrische Geräte zu Hause hat, ein alter Kühlschrank beispielsweise, der vielleicht vor 5 oder 6 Jahren noch in der Energieeffizienzklasse A wäre. Jetzt mittlerweile hat sich ja nur doch einiges getan. Und wenn du jetzt feststellst, das Ding, das frisst dir also wirklich mal ganz ordentlich Strom, macht es vielleicht auch mal Sinn, vielleicht mal über ein etwas moderneres Gerät nachzudenken, was dann jetzt in einer ganz anderen Energieeffizienzklasse unterwegs ist. In der Regel lohnt sich das, aber dafür muss man erstmal den Status quo ermitteln und da kriegen sie es schwarz auf weiß, was kostet mich ein elektrisches Gerät im Betrieb. NC 5561 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Würde mich nicht wundern, wenn da einige auch gleich mehrmals zugreifen, um vielleicht mal verschiedenste Geräte einfach zu testen. Kostet nicht viel und bringt sie auf den Stand, den sie wissen möchten. Ja? So. Vor allem, wir haben ja Energiekostenmesse, die gehen alle so bei 10 Euro los. Für 5 Euro habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist alles möglich in dieser Sendung, wo alles nur 5 Euro kostet. Oh. Kannst du was machen und dann schütteln? Ich kann was machen? Und dann schütteln kannst du. Aber jetzt nicht. Guck jetzt soll ich nicht schütteln. Ah. Okay, so, ein Folienschweißgerät. Ein Folienverschweißer, ein Folientütenverschweißer. Ein Akkufolienschweißgerät oder so. Mit Magnethalterung. So, ich gebe dir mal den trockenen und ich versuche das jetzt mal. Denn ich habe hier ein Tütchen Pfeffer. Ja. Bunt. So, ganz. Ganz bunt Pfeffer. So, jetzt mache ich was. Jetzt muss ich ihn einschalten, oder was? Du musst ihn anschalten und dann ganz langsam rüberziehen. So, jetzt ist er eingeschaltet. Damit werden also ganz normale Packungen. Nee, kannst du im Prinzip. Lass mich versuchen. Ich teste jetzt mal. Achtung, Moment, wollen Sie zugucken? Ja. Raussetzen. Damit kann man alle Tüten, alle Beutel wieder zumachen. Das hat nicht funktioniert. Moment. Ja, das blinkt ein bisschen jetzt. Aufheizen. Ne? Jetzt blinkt und wahrscheinlich deshalb ist es blinken, jetzt ready. Er hat schon geblinkt. Der hat geblinkt, okay. Ja. Also nochmal. Jetzt blinkt jetzt er nicht. Jetzt ist es wieder aus. Wow. Jetzt ist zu. Ja, Moment. Einmal drüber. Jetzt ist alles zu. Jetzt ist komplett zu. So, jetzt. Boah. Cool. Hat funktioniert. Und ich sag mal, das ist jetzt ein Tütchen Pfeffer. Das würde wahrscheinlich auch das Aroma verlieren, wenn man den einfach nur offen stehen lässt. Ich denke da jetzt auch an Kaffee, ich denke da an Erdnüsse und so weiter, wenn du die mal offen liegen lässt. Nein, Chips. Dafür brauchen wir es nicht. Ja, Chips. Warum? Hast du Chips schon mal nicht aufgegessen? Nein, ich esse nicht alles auf. Das muss ein bisschen bleiben. Pistazien. Boah. Die bleiben nicht übrig bei Diana. Aber auch mal so Cerealien, ob das jetzt Cornflakes sind. Wenn ich bringe das zur Arbeit, dann mäde ich so wie Eichhörnchen alle kommen. So, von verschiedenen Seiten. Also das ist schon eine peppige Angelegenheit. Also man hat doch immer wieder was. Also selbst wenn du irgendwelche Sachen von mir aus fürs Gefrierfach in so eine Tüte reinpackst, das sollte ja dann auch einigermaßen luftig verschlossen werden, wegen Gefrierbrand und so weiter. Da können Sie so eine Tüte ganz einfach hier mit so einem Schweißgerät einfach zumachen. Das war ein bisschen Übung. 2-3 Mal versucht, dann haben Sie es raus. Und hier ist sogar noch ein Tütenöffner mit dabei. Hier so ein kleines Häkchen, wo du also so eine Tüte auch mal wieder aufmachen kannst. Und Magnet ist auch noch mit dran. Kannst du also überall mal am Kühlschrank dran pappen und wenn du was zumachen willst, dran heften. Wird das Aroma sicher verschweißt. Cool. Viel besser als diese schrecklichen Clips. Weißt du? Das hat noch nie funktioniert. Das hat noch nie richtig funktioniert. Ja. ZX8437 und die 569 ist die Bestellnummer für unser kompaktes Akku-Folien-Schweißgerät. Das wird einmal aufgeladen, funktioniert dann mit Akku und Sie können Ihre Geräte aromafrisch und luftdicht verpacken, sodass das eben alles seine Knackigkeit, sage ich mal, dass das die Knackigkeit behält. Das war unsere 5-Euro-Überraschungsshow für heute. Die Sendung gibt es jeden Tag um 17 Uhr. Sie müssen jetzt schnell sein, weil die Preise wirklich nur 2 Stunden dauern und dann geht es wieder zum Normalpreis zurück. Viel Spaß. Ciao.